Ja, da ist mal wieder ein bisschen was vorhanden. Das ist schon mal gut. Und er hat definitiv kein Eisen. Hallo und herzlich willkommen zur 160. Folge Planet Nomads. Was hatten wir hier als letztes gemacht? Wir waren dabei und haben hier das Rohrsystem weitergebaut. Reicht leider noch nicht so ganz, das Material, was wir haben. Jetzt muss ich erstmal gucken, was denn wirklich fehlt. Ne, Kohle haben wir, Eisen haben wir. Woran liegt's denn? Einer Zeit wahrscheinlich. Er produziert die mechanischen Teile und dauert halt ein Momentchen. Die Ecke ist fertig. Jetzt brauchen wir noch 6 mechanische Teile. Also ich denke mal, wir haben hier erstmal genug gesammelt. Das sieht schon mal gut aus. Was ich jetzt machen möchte, ist hier so ein bisschen in der Umgebung die Bäume weg. Aus dem ganz einfachen Grunde, dass man im Zweifelsfall dann mal ein bisschen mehr sehen kann. Das wollte ich. Ha, in die Flucht geschlagen. Ich denke mal, auf diese Entfernung können wir eben nicht wirklich viel anhaben. Wollen wir ja eigentlich auch nicht. Ups. So, das sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Mal in die Richtung schon mal so ein bisschen, was wir gucken können. Hat also noch keinen Treibstoff, macht nichts. Ach, guck mal, super Nahrung.
So, was wollen wir mal machen können? Geht nichts mehr. Geht nicht. So, jetzt geht's. Good hydration secured. So, mal wieder ein bisschen was getrunken. Aha, Stromausfall. Es ist Nacht. Es ist Nacht, die Solarzellen haben keinen Strom. So, nun geht's wieder. So, das können wir auch schon mal auf Maximum. Davon auch erstmal wieder 8, weil damit wir hier wieder auf 16 kommen, damit wir notfalls zweimal hin und her warpen können oder wie man das auch immer nennen mag. So, das sieht doch schon mal danach aus, als ob wir hier was machen können. Ein mechanisches Teil fehlt noch. Na los, gib her. So, die Verbindung haben wir. So, wir brauchen 4, 8. Ups. 16, 17, 17 mal Panzerung und 32, 34 mal die anderen. Mal und 34 mal hiervon. Jo.
Ja, dann würde ich mal sagen, eine Runde schlafen. Nicht wegen des Regenerierens. Sondern wegen der Dunkelheit. So, die haben wir. Und hier haben wir auch was fertig. Wenn ich das richtig gesehen habe eben, dann ist sogar alles fertig. Und? Extreme temperature warning. Gut, gehen wir erstmal rein. Eins werden wir uns direkt hier schnappen, genau, damit wir wieder 100 haben. So, das erste, was der herstellt, das geht automatisch in den Deuterium-Generator rein. Und das zweite und das dritte werden wir uns hier krallen. Elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn. 18, 19, 20. Ha. Ja, wie man sieht, er ist nicht hier oben gelandet, sondern direkt im Deuterium-Generator, wie ich das eben schon vermutet habe. So, wir können jetzt aber den hier wieder einschalten, weil wir haben definitiv jetzt genug Strom. Zum einen sind wir am Tage, es ist Sonne da. Und zum anderen hat er für 1,5 Stunden Energie. Ja, weil der Energieverbrauch sehr niedrig ist, reicht es auch lange.
Sobald der Energieverbrauch steigt, geht die Zeit in den Keller. Ja. Das ist das, was ich meinte. Jetzt haben wir einen. So, der produziert hier. Da haben wir schon mal 14. Und normal sollte es jetzt wohl so sein, dass diese Basis sich selber versorgt. Oh, wo sind wir denn? Achso, ist noch nicht fertig. Ja, mittlere Raffinerie, hier müsste das bald auftauchen. Dauert ja irgendwie 30 Sekunden oder so. So, wir haben unsere 25 Deuterium wieder zusammen und jetzt überlassen wir im Grunde diese Basis sich selber, nachdem wir hier für den Notfall einen Flieger hingebaut haben. Das nächste Projekt, was ich mir überlegt habe, ist dann, was ist das hier? Das sind auch nur Trümmer. Ist hier oben hinzufliegen. Also wirklich die wir jetzt schon gesehen haben, hier abzufliegen, unterwegs so ein bisschen was mitzunehmen. Ja. Und dann hier irgendwann die drei, da jeweils Basen bauen eventuell. Mal gucken. Weil mehr haben wir jetzt ja noch nicht. Da scheint es recht kalt zu sein. Und dann möchte ich eine mobile Basis bauen, mit der wir wirklich auch unterwegs Rohstoffe sammeln können und so weiter. Mir ist das mal aufgefallen, wenn man das Spiel startet, sind ja so diverse fertige Sachen und welche Bilder, die eingereicht wurden wohl, die dann angezeigt werden. Und da war zum Beispiel ein Schiff oder mehrere sogar, weiß ich nicht genau, das hatte nach unten hin diese Bergbaumaschinen anstelle von Landefüßen. Das heißt, sobald wir landen, fängt der an und sammelt Rohstoffe. Da habe ich mir überlegt, wenn man dazu dann auch noch Wasserpumpen baut. Müssen ja nicht viele sein. Nur wenn man, was weiß ich, auf 10 Erzbaumaschinen eine Wasserpumpe baut, dann besteht ja die Möglichkeit, dass man das auch so baut, dass das Ganze sich autonom,
versorgen kann mit mehreren großen Containern und so weiter. Das möchte ich ganz einfach demnächst probieren. Aber erst will ich hier noch das abgrasen, in der Hoffnung, dass wir vielleicht noch irgendwas Wichtiges finden. Also ich möchte jetzt nicht erst lange hier die Dinge absuchen. Da können wir immer noch mal hin. Sondern ich möchte jetzt direkt ganz gezielt zu den Dingern hin. Und da bauen. Das ist der Plan. Aber wie gesagt, erstmal brauchen wir jetzt den Wagenheber. Ja, jetzt geht's suchen wieder los. Also das Teil brauchen wir auf jeden Fall. Die Schalltafel brauchen wir auch auf jeden Fall. Die kleinen Container brauchen wir auch. Das Teil brauchen wir. Dann brauchen wir die eckigen, die schrägen und den kleinen Deuterium-Generator. Das ist der hier. So, und das tauschen wir dann aus. Nö, brauchen wir gar nicht. So, und das Glascockpit. So. Ja, und da können wir dann zum Beispiel auch so ein Radar drauf bauen und könnten dann im Grunde den gesamten Planeten kartografieren. Müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Aber das ist der Plan. Ich möchte eine fliegende Basis bauen. Wir müssen natürlich darauf achten, wie es dann mit dem Gewicht aussieht und so weiter. Aber ja, ich denke mal, das sollte funktionieren. Gut, wir fangen an hier mit dem Teil. Wie immer. Nicht genug Ressourcen. Das fängt doch schon mal gut an. Wir haben also nicht genug Grundrahmen. Okay. Das hatten wir schon lange nicht mehr. Dass uns dann wirklich erheblich Grundrahmen fehlen. Stück hiervon dann auch 25, und von dem brauchen wir auch reichlich, und wie man sieht, uns fehlt dann aber schon wieder das Eisen. Ja, da fehlen uns Grundrahmen, aber die baut er ja gerade. So. Gut. Das Teil brauchen wir. Dann brauchen wir. Okay, zwei verstärkte Rahmen. Uns fehlt Eisen. Hm.
Wollen wir noch mal ein paar Bäume fällen. Gut. Gut, das haben wir. Was wollten wir als nächstes bauen? Den Deuterium. Generator. Das ist hier in dem Fall jetzt die 3. Hat immer noch keine verstärkten Rahmen gebaut. Warum nicht? Immer noch kein Eisen gefunden. Noch gar nichts gefunden. Wie kommt das? Ja, da ist mal wieder ein bisschen was vorhanden. Das ist schon mal gut. Und er hat definitiv kein Eisen. 2434 Stunden. Alter Strom. Tja, ich würde sagen, dann gehen wir mal los und gucken mal, ob wir irgendwo Eisen finden.
Ah, Silizium und Kohle, okay. Ah, der ist das. Oh, ein paar Kräuter. Der muss erstmal weg. Silizium und Kohle, ja, was uns fehlt, ist Eisen. Wir müssen nur unheimlich aufpassen, wegen der vielen Gegner hier. Gut, aber wir sind am Ende dieser Folge. Schön, dass ihr da wart. Mich würde es freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Lasst einen Daumen da, einen Kommentar. Vergesst es aber nicht. Bis dann. Tschüss.